freuen, wenn ihr ihnen kräftig zuwinkt. Huch, was wird es denn auf einmal so dunkel? Wir fahren gerade mitten durch die Allgäuer Alpen, an deren Fuß das imposante Schloss Neuschwanstein steht. Bei uns aus über 300.000 Legosteinen. Direkt daneben könnt ihr einen Blick auf den Münchner Flughafen werfen. Sogar der A380 ist hier aus Lego nachgebaut. Rechts von euch seht ihr die Lego Star Wars Modellausstellung. Hier könnt ihr auf 140 Quadratmetern die bekanntesten Szenen aus allen Star Wars Filmen bewundern und Meister Yoda, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi bei ihren Abenteuern über die Schulter schauen. Für die 2000 Modelle mussten 1,5 Millionen Lego-Steine verbaut werden. Dafür haben unsere Modelldesigner 13 Monate gebraucht. Das Kristallgebäude vom Planeten Christophsis aus der Serie The Clone Wars ist übrigens das größte Lego-Star Wars-Gebäude. Es besteht aus 45.000 Steinen und ist mit einer Höhe von 2,50 Meter schon von Weitem zu sehen. Das kleinste Modell mit nur 30 Steinen ist Jedi-Meister Yoda. Ihr könnt ihn ja später mal suchen. Seit diesem Jahr gibt's Yoda aber auch in Originalgröße als Fotopoint im Miniland zu bewundern. Wo sind wir denn nun gelandet? Ah, im Hamburger Hafen. Schiffe wie die Rickmer Rickmers oder die Cap San Diego liegen hier vor Anker. Sage und schreibe, 25 Millionen Legosteine sind in Miniland verbaut. Verpasst nicht, euch auch das Münchner Fußballstadion Allianz Arena anzuschauen. Es ist mit über 1 Million Legosteinen das größte Lego-Gebäude der Welt. Achtung, jetzt mal alle der Kanzlerin winken. Vor den Toren des Reichstags in Berlin empfängt sie gerade hohen Besuch. Was für ein Trubel das ist. So viele Fotografen und Polizisten. Schaut doch später einfach nochmal vorbei und findet selbst heraus, wer bei Frau Merkel zu Gast ist. Wer so viel erlebt, dem knurrt auch mal der Magen. Stärken könnt ihr euch zum Beispiel hier links im Café Einstein bei Snacks und Getränken, Kaffee und Kuchen. Und ihr habt die Gelegenheit, in den Lego-Shop zu schauen. Hier gibt's alles, was das Herz von echten Lego-Fans überschlagen lässt. Im schönen Venedig rechts küsst sich sogar ein Lego-Liebespaar auf einer der Höhlenbrücken. Seemann, ahoi! In der Hafenrundfahrt links sind unsere kleinen Besucher große Kapitäne und steuern ihr Boot ganz selbstständig. Das klappt ja schon wunderbar. Naja, bis auf ein paar kleine Ausreißer. Selber machen ist im ganzen Legoland-Park gefragt. Bei uns könnt ihr alles ausprobieren und jede Menge Neues entdecken. Weltweit einmalig ist unsere Flugattraktion Flying Ninjago in Little Asia rechts von euch. Nur hier könnt ihr in die Lego Ninjago-Welt eintauchen und in 22 Metern Höhe turbulente Abenteuer auf euren Drachen erleben. Köpfchen braucht's in der Hyundai Legoland-Fahrschule. Nach einer kurzen Verkehrsregelkunde geht's rein in die schnittigen Legoland-Blitzer und mit 6 km pro Stunde durch den Parcours mit echten Schildern, Ampeln und viel Verkehr. Kinder zwischen 7 und 13 Jahren können hier mit Hyundai ihren ersten eigenen Führerschein machen. Für die Jüngeren gibt's die Junior-Fahrschule gleich nebenan.
mehr als 20.000 Kilo, ist über 3 Meter hoch sowie 13 Meter lang und breit. Ein Team aus 32 Modelldesignern hat 17.336 Stunden benötigt, um über 5 Millionen Lego-Steine zum Lego Star Wars X-Wing in Originalgröße zusammenzubauen. Das Modell ist zum ersten Mal in Europa zu sehen und nur bis zum 2. November 2014 exklusiv in Legoland Deutschland zu bewundern. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Auf jeden Fall solltet ihr auch die Fahrt mit dem wilden Feuerdrachen hier links nicht verpassen. Natürlich nur, wenn ihr für die rasanten Kurven schon mutig genug seid. Hoppla, da kommt ja schon wieder der Bahnhof in Sicht. Das ging ja wunderbar. Wir hoffen, die Fahrt hat euch gefallen. Und jetzt geht's auf eure eigene Entdeckungstour durch den Park. Nicht verpassen solltet ihr eine Schatzjagd in der Tempelexpedition im Reich der Pharaonen. Wenn es euch bei uns gefallen hat und ihr wiederkommen möchtet, lohnt sich unsere Jahreskarte. Dafür gibt es ein Jahr lang Spaß und Action im Legoland, so oft ihr wollt. Nach Parkschluss kann euer Legoland-Abenteuer übrigens im Feriendorf weitergehen. Dort könnt ihr auch die Nacht in der neuen imposanten Königsburg oder in den Ferienhäusern in der Ritterburg oder auf dem Campingplatz verbringen. Bitte bleibt noch so lange sitzen, bis der Zug im Bahnhof anhält. Viel Spaß noch im Legoland Deutschland. Endstation Hauptbahnhof, bitte nach hinten aussteigen, beim Aussteigen die Köpfe einziehen. Viel Spaß am Tag.